jetzt komme ich sozusagen zum letzten Part dieses Messen des Standortauswahlgesetzes an seinen eigenen Ansprüchen, und das ist das Versprechen, selbst hinterfragend und lernend zu sein. Ich zitiere da mal die Vizepräsidentin des Atombundesamtes, Silke Albin. Die hat gesagt, der Gesetzgeber hat uns damit eine ganz besondere Aufgabe auf den Weg gegeben. Dieser Appell, selbst hinterfragend und lernend zu sein, der will in der Praxis gelebt sein. Das muss bei den Inhalten ansetzen, das muss aber auch das Verfahren selbst betreffen. Im Ergebnis muss jederzeit ein korrigierender Kurswechsel möglich sein. Ich finde, das hat die Frau Albing ganz gut getroffen, so stelle ich mir das auch vor. Die Frage ist jetzt nur, wie kann man das sich praktisch vorstellen? Also das Bundesamt legt immer großen Wert darauf, auch als Behörde besonders selbst hinterfragend und lernend zu sein. Dann denke ich immer, naja, welche Behörde würde das von sich nicht behaupten? Also gibt es eine Behörde, die sagen würde, also wir lernen hier gar nichts und hinterfragen uns auch nicht. Also das lässt sich ja schwer messen. Lernend zu sein könnte ja auch heißen, ich spitze das jetzt mal zu, wir lernen, wie wir die Leute so mit Informationen zuschütten, dass sie gar nicht merken, dass Wesentliches intransparent bleibt. Oder wir lernen, wie wir eine Scheinpartizipation so aussehen lassen, dass es wie eine echte Partizipation aussieht, ohne eine wirklich echte Partizipation zuzulassen. Ja? Also es gibt ja gerade eine aktuelle Debatte um die jetzt im Herbst anstehende Teilgebietekonferenz, die ja sozusagen als wichtiger Baustein von Partizipation gilt. Und da hat man schon das Gefühl, das Bundesamt hat da auch schon einiges gelernt, wie man es sozusagen nicht so tolle macht. Also zum Beispiel haben sie den Termin mitten in die Herbstferien gelegt und haben jetzt auch durchgesetzt, dass dieser Zwischenbericht nicht wie ursprünglich geplant schon vorher veröffentlicht wird, sondern erst auf dieser Konferenz veröffentlicht wird, sodass diejenigen, die dort dann in diesen, sozusagen vielleicht in einem dieser Teilgebiete wohnen, das vorher gar nicht wissen, dass sie da zu dieser Konferenz vielleicht besser erfahren sollten, weil es sie betrifft, sondern das erfahren sie dann erst hinterher, wenn diese Konferenz schon vorbei ist, quasi. Und das ist natürlich eine Art von Partizipation, die so, also eben eigentlich nur den Schein wahrt. Und da kann man sagen, da haben die schon eine Menge gelernt, wie man sowas macht. Aber das ist zumindest aus meiner Sicht mit einem lernenden Verfahren hoffentlich nicht gemeint. So, und dann sagt Frau Albin, das muss sich auch auf das Verfahren selbst beziehen, dieser Anspruch. Und das heißt ja aus meiner Sicht, und das wird auch immer wieder betont eigentlich, dass ja auch das Gesetz selbst geändert werden kann, wenn man merkt, dass dort das beschriebene Verfahren an bestimmten Stellen unpraktikabel ist oder eben nicht zielführend. Und so wurde das eigentlich auch immer wieder gesagt am Anfang. Und inzwischen wird es aber deutlich anders vertreten. Also Silvia Kotting-Uhl, eine grüne Bundestagsabgeordnete, die ist Vorsitzende des dafür zuständigen Bundestagsumweltausschusses, die hat vor einem Jahr auf einer Tagung in der Evangelischen Akademie Loccum erklärt, dass aus ihrer Sicht dieses Gesetz so schnell nicht mehr geändert werden soll. Ihre Begründung war, dass sie befürchtet, dass bei so einer Novellierung des Gesetzes es Begehrlichkeiten von allen Seiten gibt und dann vielleicht das Verfahren hinterher schlechter ist, als es jetzt ist. Und ich finde das ein Stück paradox, denn dieser Anspruch lernet und selbst hinterfragen macht ja keinen Sinn, wenn man dabei nicht eben auch das Gesetz an neue Erkenntnisse anpassen kann. Und paradox finde ich auch, dass ja gerade Politiker und Politikerinnen immer sagen, es gäbe einen ganz breiten gesellschaftlichen Konsens über dieses Gesetz, was ich nicht sehe, aber das wird immer behauptet. Und wenn das so wäre, dann wäre es ja auch nicht schlimm, sozusagen an einem Punkt das Gesetz nochmal anzuschauen. Und man müsste nicht die Angst davor haben, dass dann es ganz viele Begehrlichkeiten aus allen Richtungen gibt. Und wenn diese Einschätzung stimmt, dass es diesen Konsens gar nicht gibt und dass alle eigentlich das gar nicht so mittragen, was im Gesetz steht, dann fährt der Prozess ja so oder so gegen die Wand, sobald der Bundestag zum Abschluss jeder Stufe im Suchverfahren
ja, die Standortempfehlungen der Behörden übernimmt oder verändern soll. Also an der Stelle ist der Bundestag ja gefragt. Und wenn dann, also wenn die Befürchtung da ist, dass ja der Konsens gar nicht da ist und dass das dann alles platzt, dann wird es ja an der Stelle platzen. Und dann funktioniert das Ganze sowieso nicht. Als Alternative hat Cotting-Uhl vorgeschlagen, statt sozusagen einer Veränderung des Gesetzes kann man es ja kreativ auslegen und damit quasi Spielräume schaffen und Dinge anders machen. Auch da könnte man jetzt als Beispiel nehmen die jetzt anstehende Teilgebietskonferenz. Im Gesetz steht, diese Konferenz darf sich dreimal treffen. Und nun sagt das Bundesamt, ja, wir machen jetzt vier Konferenzen. Könnte man sagen, toll, da ist mehr Zeit, das alles zu diskutieren, eigentlich eine gute Idee. Steht zwar so nicht im Gesetz, aber wenn das Bundesamt als Aufsichtsbehörde das sagt, dass das möglich ist, dann ist das ja eine kreative Auslegung des Gesetzes. Das Bundesamt weist auch darauf hin, dass in der Gesetzesbegründung steht, dass die Nichteinhaltung der im Gesetz normierten Aufgaben der Organisation und der Fristen keinen Verfahrensfehler begründet. Also es kann niemand dagegen klagen, zum Beispiel, dass man das nun anders macht, als es im Gesetz steht. Und deswegen könnte man es ja anders machen. Dann kann man sagen, gut, dann kann man ja, wenn man selbst hinterfragen und lernend mit dem Verfahren umgeht, kann man doch an der Stelle dann kreativ es einfach anders machen. Dann ist doch alles kein Problem. Aber, und ich finde ja auch, es ist gut, wenn ein Gesetz nicht so eng formuliert ist, dass es überhaupt keine praktischen Spielräume bei der Umsetzung gibt, weil ja oft Dinge sich auch anders entwickeln als zu dem Zeitpunkt, als das Gesetz gemacht wurde. Ja? Und dass auch das Standortauswahlgesetz da erstmal Möglichkeiten bietet, kann ja auch positiv sein. Aber dieser Vorteil wandelt sich ganz schnell zum Nachteil, wenn es eben Konflikte um diese Auslegung gibt. Denn wer entscheidet denn dann, was wie ausgelegt werden darf? Wo ist sozusagen eine kreative Auslegung erlaubt und wo wird eine ganz enge Gesetzestreue verlangt? Und im Augenblick ist es so, dass das Bundesamt allein entscheidet oder vielleicht das Bundesumweltministerium, was noch über dem Bundesamt steht. Und das führt am Ende für alle zu einer mangelnden Rechtssicherheit. Niemand weiß dann mehr, woran er oder sie eigentlich ist. Das kann zu Willkür führen, das kann somit dann auch zu weniger Transparenz führen und damit einer schwindenden Legitimation des Verfahrens und quasi zu einem Brandbeschleuniger für kommende Konflikte. Ja, so, das ist also, das erleben wir jetzt schon, ne, dass das Bundesamt an bestimmten Stellen das wirklich sklavisch eng auslegt, zumindest in seiner Kommunikation nach außen. Und jetzt plötzlich an einer anderen Stelle, dass das plötzlich einfach sagt, jetzt können wir es anders brauchen, dann machen wir es anders. Aber wenn nur das Bundesamt das machen kann, dann sind dem eben alle anderen Akteure dem einfach ausgeliefert und können sich eben nicht aufs Gesetz berufen, sagen, da steht es doch so. So, und diese Diskussion haben wir um diese Frage, soll das Gesetz auch mal geändert werden oder soll man es nur anders auslegen, die haben wir also vor einem Jahr auf dieser Tagung in Loccum geführt. Und wie gesagt, Frau Cotting-Uhl sehr massiv gegen Veränderungen im Gesetz. Und dann waren wir alle sehr überrascht. 2 Monate später, im August, gab es plötzlich einen Gesetzentwurf zur Änderung des Standortauswahlgesetzes. Ist dann auch beschlossen worden. Und da ging es dann aber nicht darum, das Gesetz irgendwie besser zu machen, sondern es ging darum, dem Atommüllbundesamt einen neuen Namen zu geben. Also es hieß ja zuerst Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit, BFE, und wurde dann durch diese Gesetzesänderung umbenannt in Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Das ist ja inhaltlich erstmal genau dasselbe. Also früher BFE, jetzt BASE. Das Bundesamt selber sagt jetzt BASE, das finde ich etwas seltsam. Das Umweltbundesamt, was ja UBA heißt, da sagt man ja auch nicht UBAY oder so. Also, aber die sagen jetzt ganz komisch BASE. Aber wie auch immer, BASE, BASE. Ich sage immer Atommüllbundesamt, das trifft es eigentlich für mich am besten. Dafür sind die zuständig. Und das wurde nun also plötzlich geändert. Und also diese Umfirmierung so ganz nebenbei kostete ja auch, dann auch eine Menge Geld. Es musste sozusagen alles neu betitelt werden und so weiter. Und es mussten insgesamt 16 Gesetze und Verordnungen geändert werden, in dem der Name dieser Behörde auftaucht. Dafür also konnte das Gesetz verändert werden. Aber für relevante Fragen soll das nicht möglich sein. Dann der letzte und für mich wirklich der schwerwiegendste Aspekt bei dieser Frage, selbst hinterfragend und lernend.
Es steht ja im Gesetz ein Datum, wann diese Suche abgeschlossen sein soll. Der Standort soll gefunden sein im Jahr 2031, in 11 Jahren. Alle Fachleute sind sich einig, das wird nicht gelingen, das wird länger dauern. Aber das Bundesumweltministerium macht massiv Druck auf die Institutionen, schnell, schnell, schnell zu machen, um sozusagen diesem Datum 2031 möglichst nahe zu kommen. Aber wir wissen alle aus unserem Berufsleben, aus unserem Alltagsleben, dass Zeitdruck zu Fehlern führt, dass Zeitdruck oft auch Fehlerkorrekturen nicht zulässt. Ja, dass es einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin in einer dieser Institutionen sehr leicht passieren kann, wenn er oder sie einen Fehler entdeckt oder an irgendeiner Stelle sagt, da müssen wir nochmal drüber reden, das ist irgendwie noch nicht gut genug, dass der oder die Vorgesetzte sagt, nee, dazu haben wir jetzt keine Zeit mehr, wir müssen das jetzt zu Ende bringen. Es ist auch, immer wenn es um die Frage Partizipation geht, ist es auch so, dass dann oft die Zeit zu knapp ist, dass das ein Argument ist. Und wenn man Partizipation versteht als eine Möglichkeit, Fehler zu entdecken und dass nochmal andere Leute mitdenken und drauf gucken, und wenn dafür wenig Zeit ist, dann funktioniert das eben mit dem lernenden und selbst hinterfragenden Verfahren nicht. Und das ist wirklich der Punkt, wo ich sage, solange dieser Zeitpunkt 2031 da im Raum steht und damit extremer Druck auf die Handelnden ausgeübt wird, solange haben wir nicht ein Verfahren, was Fehler gut korrigieren kann, sondern ein Verfahren, was Fehler produziert.